Scheiße. Mann, mach doch die scheiß Tür endlich auf! Willkommen meine lieben Freunde und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal zum zweiten Part von Alien Isolation. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Ein Moment Leute, ein Kollege, ich will erstmal auch die Leute begrüßen. Wie gesagt, nochmal willkommen zurück zum zweiten Part von Alien Isolation und auch hier nochmal vielen Dank dafür, dass der erste Teil so schön ankam und ich von euch wirklich nur positives Feedback bekommen habe. Und auch vielen Dank für die paar Kommentare. Also für die paar Leute, die mir auch Tipps für das Spiel in Zukunft geschrieben haben, ich werde probieren, mir die Sachen einigermaßen zu merken. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, dass wir das Tor aufmachen wollten und wir von dem Typen hier von hinten mit einer Waffe bedroht wurden, genau. Und ich bin gespannt, was jetzt diesem Teil passieren wird, ob wir dem Alien schon begegnen. Und ich sollte mir auf jeden Fall mehr angewöhnen, abzuspeichern, denke ich mal, weil mir wurde gesagt, dass ich wahrscheinlich später Sie mir da hinten gefolgt? Das gut gebrauchen kann. Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Ach du Scheiße. Neugierig, was? Haben wir gerade noch so eine Fackel? Nicht, gell? Doch, hier. Mit A. A drücken? Nee, R. Entschuldigung, tut mir leid, ich musste mich an die Steuerung noch gewöhnen. Am besten so viel wie möglich einsammeln. Weil, ich denke, dass wir das später wirklich gebrauchen können, um auch Medikits und so zusammenzubasteln. Sehr schön. Kann ich die auch wieder ausschalten? Wahrscheinlich nicht, gell? Ah, scheiße. Jetzt habe ich die verschwendet dafür. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Können wir nicht mit dir mit? Ist da eine Scheibe oder was? Ah, da ist eine Scheibe. Oh ne, die machen die Tür zu. Weil was für Assis. Was sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Wieso soll... Die hätten uns ja jetzt mitnehmen können. Also in der Gruppe sind wir ja wohl um einiges sicherer, als nur hier so zu zweit rumzulaufen. Ihr Schiff gibt es wirklich. Junge, natürlich gibt's mein Schiff. Was glaubst du, wie ich hierher gekommen bin? Durchs Weltall geflogen. Gespeichert. Jep, ich möchte speichern. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Mach du mal. Hast du Gefühl, nur weil ich eine Frau bin, kriege ich das Sie? Hin? Die Station ist alt und eigenwillig. Ja. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Hättest du jetzt auch gerade selber machen können, wenn du schon den Aufzug holst. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Was für Haare? Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Ein Monster. Ich frag mich... Okay, wir wissen ja, was ein Alien ist, ne? Ich meine, das sieht man ja auf den Titelbildern und so. Aber für die Leute, ich stelle mir das gerade vor, wenn du noch überhaupt keine Ahnung hast, was ein Alien ist, ne? Und das auch nicht auf dem Cover gesehen hast. Dann gehst du jetzt davon aus, dass ein Killer wahrscheinlich einfach so eine Art Mensch sein wird, ne? Und wenn du dann das erste Mal dem Alien begegnest, wie jetzt halt unser Hauptprotagonist. Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. Würde ich mich hier reinscheißen. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Mann, es gibt keinen Ausweg.
Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Ach so. Und jetzt Ruhe, nee, du machst mich nervös. Ich hab mich doch geduckt. Wieso? Ich drück doch. Bin froh, dass ich euch gefunden hab. Ach, egal. Warte, Leute, ich hab's, glaube ich, gerade versaut. Ich hab nicht richtig gelesen. Ich will schnell gucken. Ton, Spiel. Zum Crouchen, was ich da. Rennen, ducken. Mit C. Hä? Aber da stand doch eben gerade was ganz anderes. Nee, muss nicht gespeichert werden. Das ist in jedem Game aber dasselbe. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Folgen Sie Axel in die Schächte. Ja. Hineinklettern. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Da können wir wieder speichern, das ist sicher mal gut. Hier haben wir Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Mach ich gerade. Genug Batterien mit. Ein Headset, cool. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Halten Sie F gedrückt, um die Taschenlampe aufzuladen. Ah, unten links sehen wir neben unserem Leben sehen wir die Taschenlampe. Wie viel Akku die hat. Ich mag das nicht, wenn Taschenlampen nur begrenzt Akku haben. Ganz ruhig. Ich müsste mir da nochmal kurz Zeit nehmen. Ich glaube, ich mache das aber außerhalb. Na, vielleicht auch nicht. Wie man Medikits und so Sachen bastelt. Aber gut, bis jetzt brauchen wir das ja noch gar nicht. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Finden Sie den Schachteingang. Ich möchte aber mal. Lassen Sie sich umschauen. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Nutzen Sie Ihre Taschenlampe mit Bedacht. Batterien sind nur beschränkt verfügbar. Danke für die Information. Wir konnten doch vorhin irgendwie dieses Crafting-Menü. Ah, ja, genau. Medikit. Klicken Sie hier zum Basteln. Ich will basteln. Geht nicht. Ah, das sind die Teile, die wir gefunden haben. Guck mal hier. Das können wir jetzt da reintun, ne? So, und das auch. Und jetzt können wir das Medikit basteln, oder? Ah, ich verstehe. Impfstoffe, Komponenten, Bindemittel. Genau, jetzt haben wir hier das Medikit basteln. Gerät gebastelt. Wo haben wir das jetzt? Da oben. Okay, hab's verstanden. Ist relativ simpel eigentlich. Jetzt haben wir das auch in der Hand. Das brauchen wir aber nicht in der Hand halten. Passt schon. Haben wir das jetzt die ganze Zeit in der Hand? Ja, ist egal. Wir müssen, Ich hasse es hier. Da ist ein Lüftungsschacht, guck mal. Ah ja, der ist aber relativ dicht. Hier, da ist er ja schon. Oh, ne, auch nicht. Ja, super. Der ist auch dicht. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich gucke mal schnell, ob ich irgendwelche Sachen einsammeln kann. Axel Foley. Das ist nämlich an Beverly Hills Cop, wenn ihr das kennt. Ich habe alles unter Kontrolle. Los jetzt. So gut, wir folgen dem Axel. Hoffen wir doch mal, dass der uns nicht hier. Dass der uns nicht hier bei der nächsten Ecke vergewaltigen will.
ich hab, guck, die Batterie ist schon wieder fast leer. Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe. Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Wir schaffen es, das verspreche ich. Folgen Sie mir. Abspeichern. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Leise! Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wie geht es dir? Alles klar? Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Ja, ganz toll. Er hat als letztes die Vorräte geprüft. Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wo ist denn der Generator? Wenn keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Das Ding da, oder was? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Nee. Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten! Oh! Hä? Ah, da kann man sich hinlegen. Wo ist denn der Generator? Wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Ja, ich hab's durch die Tür geschafft. Scheiß auf den Axel, wir gehen einfach weiter. Nee, wir haben eine Aufgabe hier. Ah, das ist der Generator. Erst nochmal schnell schauen, ob ich hier was einsammeln kann. Nee. Sieht gut aus. So. Und jetzt? Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Psst. Was war das? Scheiße. Ich bilde mir das nur ein. Nein. Da drüben! Da ist jemand! Lauf! Jo, übertreib doch nicht alle! Gerade am Schießen hier, oder was? Ja, sicher, bestimmt! Oh, ich habe mich dumm angestellt. Tut mir leid, Leute. Nein. Okay, wir müssen hier leise sein. Okay. Die Taschenlampe anmachen. Also gerade den Generator abstellen. Halt. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Auf der linken Seite, da hinten müssen wir durch. Das nächste Mal muss ich einfach ein bisschen schneller wieder da oben sein. Und tut mir leid, wenn ich ein bisschen wenig sage, aber ich will halt nicht in diese Gespräche rein quatschen. Das macht ein bisschen die Atmosphäre wahrscheinlich kaputt. Das war jetzt aber schnell. Was war das denn? Moment. Ich glaube, ich habe was gehört. Go, go, go. Lauf. Sehr schön. Gegen die können wir nicht ankommen.
Da ist noch einer. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ableckungsmanöver. Ich hab's doch geschafft. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst perfekt bedient? Was zum Henker soll das denn? Hey, was erschreckt denn mich so? Kommen Sie zusammen mit Axel. Haben's geschafft. Können wir nochmal speichern? Gibt's hinten was zu holen? Nee. Gut, dann gehen wir hier weiter. Kommt der? Ah, der wird schon kommen. Richtig gute Atmosphäre. Ich sollte gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Können wir hier noch irgendwas machen? Ups, Entschuldigung. Ja, ich glaube hier nicht. Oh, ich habe keine Batterien mehr, glaube ich. Ah doch, ich habe noch Batterien. Er ist aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Und jetzt? Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Also? Machen wir das doch. Der Axel scheint sich ja hier gut auszukennen. Fertig. Auf drei. Oh. Eins, zwei, gut. Drei. Axel, hinter Ihnen. Was? Ah ja, retten Sie Axel. Los, los, los. Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt. Das hier. Ah ja, mit dem Ding schlägt er hier einfach drauf. Der übertreibt's aber auch grad. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesicht. Oh, shit. Schnell. Los. Er schießt sie. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Oh, Leute. Oh shit! Was? Was zur Hölle war das? Erreichen Sie die Transitstation. Okay. Wir müssen weiter. Wo lang? Von da sind wir gekommen, oder? Hier kommen wir nicht rein. Die gehen nicht auf. Scheiße, wo müssen wir lang? Nein, nein, wir sind schon richtig hier wahrscheinlich. Ich muss nur kurz überlegen. Hä? Shit. Was soll das mit der Musik? Das Vieh ist doch noch gar nicht da. Nee, das kommt jetzt noch nicht, oder? Die wollen nur ein bisschen Spannung hier aufbauen. Macht
doch auf! Sind wir hier falsch, ne? Okay, warte, wir müssen vielleicht eine andere Seite. Auf die andere Seite. Gehen wir da oben rein. Müssen wir wieder zurück? Nee, da, wir wurden doch verfolgt. Ah, das sind die Leute, die uns verfolgt haben. Nee, also wir müssen auf jeden Fall da irgendwo links lang. Warte. Vielleicht hat es da irgendwo einen Lüftungsschacht oder so. Ah! Das sieht mir nach einem Knopf aus. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Den habe ich übersehen. Geht das auch nochmal auf? Ey, geht doch auf! Was soll der Scheiß? Geht doch auf endlich! Boah, das gefällt mir gar nicht. Ach du Scheiße. Mann, mach doch die scheiß Tür endlich auf. Rein. Oh, wir haben es geschafft. Gehen Sie zu Lawrence Sistech-Turm. Oh, shit. Okay, ich dachte jetzt echt, das passiert irgendwas. Ey, shit. Finden Sie den Aufzug zu Saxons Communications. Okay. Okay, meine lieben Freunde. Ich tue an der Stelle den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Und vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen zum nächsten Part wieder ein. Ich probiere jetzt immer feste Zeiten zu machen. Also Kingdom Come Deliverance kommt ja immer um 12 Uhr. Ich glaube, dass Alien Isolation abends um 19 Uhr kommen wird. Und Tartarus wird um 16 Uhr kommen. Genau so. Also für den nächsten Part Alien Isolation morgen um 19 Uhr pünktlich wieder auf meinem Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank nochmal, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Nia. Ciao.